zumindest reinschalten. Ich bin heute hier auf einer kleinen Tagestour unterwegs, aber nicht alleine. Heute habe ich den Simon mit dabei. Hallo. Der Simon ist Bushcraft-Anfänger und kriegt von mir heute so einen kleinen Crashkurs. Wenn ihr Bock habt, geht einfach mit und schaut es selber an.
drauf. Wir machen jetzt halt die Hand ab. Super. Nicht schlecht. Erstes Feuer gemacht. Das, also. Das macht Spaß, ja. So. Also, ich habe dich ja gefragt, ob du Kochgeschirr hast. Kochgeschirr hast du gesagt, hast du keins. Macht nichts. Ich habe uns hier die Low-Budget-Version. Das hier sind unsere Trinkbecher. Und da drin kochen wir den Tee. Jetzt gehen wir einfach hin. Und hier ist noch so ein scharfer Rand. Ich knipse sie mal gerade so ein bisschen um. Dass der hier umgelegt ist, dass du den nachher beim Trinken nicht stört. Ja. Du hast ein Tool dabei? Jo. Währenddessen habe ich hier noch einen Draht mitgebracht. Da machen wir einfach mal so ein Stück ab. Wenn du in die reinguckst, seht ihr auch, die sind jetzt nicht beschichtet und die hier ist beschichtet. Wenn du jetzt in der kochst, ist scheiße über offener Flamme. Scheiße sagt man nicht, gell? Über offener Flamme löst sich die Beschichtung und man isst oder trinkt sie mit. Okay. Da wir es jetzt aber als Becher benutzen, spielt keine Rolle. Ja. Wenn man so eine dann trotzdem benutzen will, entweder machst du ein Feuer drin oder hängst du mal verkehrt rum über die Flammen, dass die Beschichtung innen rausbrennt. Da kann man die auch benutzen. Okay. So, dann. Machen wir hier einen Loch rein. Das gleiche auf der anderen Seite. So. Das Ganze ein bisschen glatt, damit wir uns nicht die Griffel dran aufreißen. Jetzt haben wir hier den Draht. Kannst du schon erahnen? Ja, das wird ein Topf. Das wird ein Topf. Fast kostenloses Bushcraft Outdoor Kochgeschirr. Sehr gut. So, jetzt haben wir uns noch ein paar Fichtennadeln gesammelt und dann machen wir jetzt einfach einen Tee draus. Wasser rein und übers Feuer. Jo. So einfach. Den Fichtennadeltee. Hast du gerade dein Multitool? Ja. Dann ist nicht so heiß. So, aus dem selbstgekochten, selbstgebastelten Campinggeschirr. Dankeschön. Ja, dann bin ich gespannt. Prost! Prost! Schmeckt nach Wald. Ja, das tut's. So, unser Tag ist jetzt rum. Haben so einen kleinen Einblick, hat er, glaube ich, gekriegt. Wie fandest du den Tag so? Zu mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Einiges gelernt und es macht Lust auf mehr. Ich werde es jetzt öfters mal ausprobieren. Das wollen wir doch hören, oder? Jo. In dem Falle, bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen. Ciao. Tschüss.